Das ist schon nett, wenn man so ein Schmuckstück hat. Und der kann auch anders. Man könnte sich ja überlegen, ob man sich in Zukunft vielleicht Tafelbilder an oder spart. Damit hätten wir also Dreieck, Rechteck und Quadrat erledigt. Was können wir denn noch alles erledigen? Das wollen wir zeichnen. Das ist jetzt nicht überwältigend. Ein Kreis ist es auch nicht geworden. Aber schaut auch nicht aus. Und für das Ganze gibt es jetzt aber nicht nur eines. Wir kennen das vom letzten Mal, gell? Eine der wichtigsten Zutaten, der Kaffee. Dann schauen wir uns das einmal an, wie das da mit diesem Zeichnen von Figuren funktioniert. Man könnte es vielleicht mit herkömmlichen Methoden auch machen, aber das würde zu aufwendig werden. Dafür gibt es da eine sogenannte Extension, nämlich MicroTurtle. Und mit dem ist es dann ganz leicht, solche Figuren da auf dem Microbit zu erzeugen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an, wobei jetzt in dem Zustand, wo mir jetzt dann nicht alles vorbeten tue, sondern ich stelle da die Programmoberfläche vor, ich stelle die einzelnen Befehle vor, was man damit machen kann, und dann bleibt es aber dem Spieltrieb von jedem Einzelnen überlassen, da mal was zu tun. Also, wir gehen da auf unsere Microbit-Seite, Let's Code, Let's Code. Und dann ein neues Projekt. So, wir werden da am Anfang dieses Advanced, ja, ich muss das runterklappen, weil sonst komme ich nicht dorthin, aber ganz dort unten, da befindet sich Extensions, das braucht man. Und da kommen dann ganz viele Möglichkeiten, die man da verwenden kann, für Zusatz Ausrüstungen, Zusatzbauteile. Und da gibt es gleich mal dieses MicroTurtle. Das klicke ich an. Und Advanced kann ich wieder zumachen. Und dann habe ich da drinnen einen neuen Punkt, also quasi einen neuen Befehlssatz, nämlich Turtle. Und wenn ich mir den einmal anschaue, da sind jetzt so Sachen drinnen wie Forward, One Step, Back, One Step. So, wir haben da also einen neuen Befehlssatz. Forward und Back, One Step. Das heißt einfach, je nachdem wie diese Turtle, diese Schildkröte da ausgerichtet ist, geht es einen Schritt nach vor oder einen Schritt nach zurück. Sie kann sich drehen, nach links und nach rechts. Und man kann die Position direkt setzen, wobei man sich das also so vorstellen muss. Ich habe da den Microbit. Und links oben ist die Position 00 und rechts unten ist die Position 44. Also x ist 0, y ist 0, 1 runter, x ist 0, y ist 1 und so weiter. 1, 2, 3, 4. Wie halt ein normales Koordinatensystem. Und da Anführungszeichen normal, in dem Fall ist halt der Ursprung links oben. Dann gibt es da den Befehl Pen Down. Und den kann ich runterklappen und wählen zwischen Up and Down. Das ermöglicht mir also, dass er da diese Striche zeichnet. Wenn ich ihn nur bewegen lasse, dann wird man gleich merken, da wandert dann der Punkt so über die Matrix. Und wenn ich Pen Down mache, dann bleibt dahinter einfach diese Spur stehen. Home, das bewegt einfach diesen Punkt da genau in die Mitte von dem 5x5 Matrix. Und die Ausrichtung ist dann nach oben. Set Brightness, da hat man die Möglichkeit zwischen 0, das ist ganz ausgeschalten, bis zu 256, glaube ich. Naja, das ist voll leuchtend, alle Stufen dazwischen zu dimmen. Und Set Speed, das ist einfach die Geschwindigkeit, mit der der Punkt da über den Bildschirm wandert.
Das war's eigentlich, weil alle anderen Sachen wie Loops und Variablen und an Knopf gedrückt und an Shake, das funktioniert ganz genau gleich. Und da kann ich jetzt nur sagen, schaut euch die einzelnen Ideen an, die wir da so haben, und probiert es einfach nachzuzeichnen. Viel Spaß!